Die möchte mich nicht das ganze Leben einfach für dich schämen, wenn du nicht das erfüllst, was ich will. Und das hat mir so weh, aber ich bin nicht rausgekommen. Ich bin nicht rausgekommen, was ich falsch gemacht habe. Ich habe noch nichts gemacht, ich war 60. Und ich habe nicht verstanden, wie man... Was ich soll sein? Was soll ich sein? Ich bin Nari, ich bin 33, lebe in Bern und habe zwei Thai-Restaurants. Ja, also das ist eben die kleine Küche, die ich habe. Dann ist sie etwas grösser, aber es reicht. Ja. Da tun wir eigentlich alles vorbereiten und mise en place machen. Das ist Juli den ganzen Tag. Und Tom ist meine Küchenchefin und sie tut eigentlich kochen. Und ja, schau zum ganzen Angebot, das wir haben. Gell, Tom? Ich bin mit 5 in die Schweiz gekommen. Also, eigentlich muss ich etwas vorher anfangen. Meine Mami hat eine ziemlich krasse Geschichte hinter sich. Und ich bin wie ein Produkt von einer Vergewaltigung eigentlich. Und dann war ich in Thailand. Und sie hat nachher durch all das, was sie erlebt hat, und halt vor 30 Jahren in Thailand ohne Mann, ohne Familie, müssen wie anschaffen und hat nachher ihren neuen Ehemann gelernt, der die Schweizer ist. Durch das bin ich dann in die Schweiz gekommen, weil sie hat gesagt, ich wohne in der Schweiz, ich habe einen Mann in der Schweiz, ich habe ein zweites Kind in der Schweiz und ich möchte gerne, dass meine erste Tochter gleich in der Schweiz aufwachsen darf und all die Sachen und die Opportunities kann haben kann, wie mein anderes Kind auch. Dann bin ich in die Schweiz gekommen mit 5. Ich kann mich daran erinnern, dass mir alle gesagt haben, jetzt bekommst du einen neuen Vater. Kannst du schauen und ein schönes Land und Schnee und so. Das hat mich alles nicht interessiert. Und dann ist eben die Mami mit ihrem neuen Ehepartner gekommen und dem sein bester Freund gekommen, ihr Dorf anschauen und eben mich besuchen. Und ich weiss eigentlich noch, dass ich die so hässlich gefunden habe. Weil sie so weiss waren und so eine grosse Nase hatten. Und dann habe ich gesagt, nein, ich will nicht gehen. Das ist komisch, ich gehe spielen. Das ist die Schulhaus Seidenberg. Da bin ich schon vor 5. Klasse bis in die 9. Das war nicht die schönste Zeit von meinem Leben, aber ich bin durchgekommen. Ja, es war eben auch noch so anfangs Pubertät natürlich, oder? Wo alle ein bisschen komisch sind, denke ich, als Teenies. Und ja, ich hatte nicht die schönste Klasse. Ich also war in der Realschule und wir waren nur 3 Frauen. Es war eine Tamilin, eine Bosnierin und mich. Und es war ganz klar für Kiel, die Bosnierin wird nicht angelenkt, weil die hat ja noch Brüche und was auch immer. Und da bekommst du echt auf das Dach quasi. Tamilin, mit der konnte man noch nicht so umgehen. Die war ja noch dunkler als ich und die ist noch mehr irgendwie aus dem Raster gefallen. Und dann bin ich und was ich dort erlebt habe, ist ja, sehr viel, wie sagt man, so sexuelle Belästigung. Ja. Meine Familie ist so aufgebaut, dass wir alle das gleiche wie eine Mami haben. Ich habe 2 Halbgeschwister und sie haben jeweils einen Schweizer Vater. Genau. Ich bin die Einzige, die einen thailändischen Vater hat, den ich nicht wirklich kenne. Wir sind zusammen aufgewachsen. Mein Bruder ist eben aus erster Ehe von meiner Mama und ich bin noch von Thailand. Meine Mami hat dann 10 Jahre später hat sie eine Affäre gehabt, weil auch ihre Ehe nicht so gut war. Und ist dann schwanger geworden und hat meine Halbschwester bekommen. Sie ist wirklich 13 Jahre jünger als ich. Und komischerweise haben wir einfach alle bei meinem Pflegevater unter einem Dach gewohnt. Und das ist weird as fuck. Also wirklich, es war so komisch. Es hat sich einfach jeder unwohl gefühlt.
Also ich bin dazu gekommen, mein Bruder war sein liebliches Kind und dann noch ein Kind aus einer Affäre und meine Mami, die sich eh schon unwohl hat gefühlt hat. Es war einfach sehr unangenehm, dort zu wohnen. Darum sind wir dann ausgezogen, in der Hoffnung, dass wir ein bisschen mehr Freiraum haben und halt auch Freiheiten für meine Mami und für mich und für ihre Kinder, die dürfen ihren Vater besuchen und dort die Beziehung aufbauen. Wir sind hier in der ersten Wohnung, die wir hatten, nachdem wir aus dem grossen Elternhaus ausgezogen sind. Meine Mami musste ja eine Wohnung suchen, quasi als Hausfrau ohne Anstellung mit drei Kindern. Und ich glaube, sie hatte noch Schwierigkeiten gehabt. Sie hat uns das nie erzählt, aber ich weiss, dass wir dann sehr viel herumgezügelt sind. Und das war die erste Wohnung, die wir bekommen haben. Aber es war halt nur ein Jahr verfügbar, dann mussten wir wieder raus. Und wir sind dann weitergezogen. Und das war fast immer so, weil es halt, ich glaube, finanziell für sie sehr, sehr schwierig war, ohne Schweizer Ehepartner etwas zu bekommen. Ich war schon sehr lange nicht mehr da, gerade in dieser Gegend. Ich fühle mich eher unwohl. Es war eine harte Zeit, als ich da war. Und ich glaube, ich möchte einfach nicht mehr mich so fühlen, wie ich mich hier gefühlt habe. Und darum komme ich auch nicht zurück. Ich bin aber in diesem Haushalt aufgewachsen mit meinem Pflegevater. Und er hatte ja schon das Gefühl, er habe uns gerettet und uns eben das Leben geboten in der Schweiz mit all diesen Möglichkeiten. Und ich habe mir nie getraut, Fragen zu stellen. Weil ich wusste, wenn er das mitbekommt, ist es auch nicht so gut für alle. Ja. Ich habe das eher später mit ich war gut in 20, also ich denke 21 oder so, habe ich meiner Mutter einfach Fragen gestellt, halt über meinen Vater, weil irgendwie hat es mich gleich interessiert. So, die Hälfte von dem, was das genau ist. Und dann hat sie mir alles erzählt. Und wirklich, meine Mami ist so eine Kämpferin. Und sie hat mir das alles gesagt, genau wie ich, echt sehr abgeklärt, sehr. So und so war es. Und dann habe ich diese Entscheidung getroffen und dann habe ich das gemacht. Und ich einfach so gedacht, ah, okay, gut, es ist so stark, ich muss so. Aber ich habe ihn dann wieder gesehen, also ich habe ihn viermal in meinem Leben jetzt getroffen. Und ich verstehe das bis heute noch nicht. Ich weiß nicht, wie man das kann. Ich weiß nicht, wie man dann mit dem Kind das so auf die Seite tun. Ja. Ich verstehe es nicht. Mit 6 in Thailand, in unseren Ferien, habe ich irgendetwas Blödes gesagt. Das habe ich auch von dir gern, Papi, weil ich auch gerne zeichne. Oder irgendein beiläufiger Kommentar über etwas geerbt bekommen von meinem Vater. Und das ist dem so eingefahren, dass er mir wirklich hat gesagt hat, jetzt sitzt du mit deinem Bruder und mit deiner Mutter und jetzt erkläre ich dir etwas. Los, du bist nicht mein Kind, du kannst nichts von mir bekommen, genetisch. Ich habe dich einfach daher genommen, weil ich habe mit deiner Mutter geheiratet. Und ich werde dich nicht adoptieren. Ich weiß nicht, wer du bist. Ich weiß nicht, ob du gut bist. Ich weiß nicht, ob deine Mami gut ist. Und ich möchte mich das ganze Leben einfach für dich schämen, wenn du nicht das erfüllst, was ich will. Und das hat mir so weht, aber ich bin nicht rausgekommen. Ich bin nicht rausgekommen, was ich falsch gemacht
Ich habe noch nichts gemacht, ich war 6. Und ich habe nicht verstanden, wie man... Was ich soll sein? Was soll ich sein? Ein gutes Kind? Eine gute Tochter? Ein guter Mensch? Aber was habe ich bis jetzt schon falsch gemacht, für das ich überhaupt... So fest schon verurteilt werden, bevor ich überhaupt darf sein. Und das hat mich sehr geprägt durch das ganze Leben. Und ich habe immer probiert, nachher anständig zu sein und brav zu sein und nichts Falsches zu machen und diesen Normen entsprechen. Aber ich habe nicht begriffen, was es ist. Und irgendwie musste ich mir nicht dort rauskämpfen. Aber es war ein langer Weg. Und ich gehe manchmal gleich noch in das Muster zurück, wo ich denke, das ist ein gutes Kind, das ist eine gute Tochter. Aber grundsätzlich ist es einfach sehr unfair. Es ist einfach sehr unfair, ja. Das heisst, der Sportunterricht war sehr schwierig, weil wir halt, also bin recht oft einfach in den Garderobe reingekommen, wo man gewusst hat, die Nari ist drin. Also Gielen so. Und dann Gielen-WC eingesperrt. Sie haben recht viel einfach dumme Sachen gemacht. Immer das Betatschen und es hat wirklich Leute gegeben, die sogar während dem Unterricht einfach ihre Dings vorgenommen und mir gezeigt. Und ich bin immer am, wenn ich gewusst, jetzt Leute sagen, bin ich auf die WC gesäckelt, habe mich eingesperrt und dann wieder rausgekommen, wenn es wieder geläutet. Weil es war einfach ein bisschen unangenehm für mich. Ich war sehr hilflos. Meine Mami war daheim mit 3 Kindern. Die hatte schon genug zu tun mit in unserem Leben. Und eben alle anderen sind so ein bisschen, von guten Familien gekommen. Ich hatte keinen Platz für das. Ich war dann recht lang weg da und so dachte, ja, es geht ja schon vorbei. Es ist ja nichts Schlimmeres, was passiert. Ich kann es ja handeln. Und, aber ja, schon. Ich hatte sehr grosse Mühe mit Männern und auch Männern in der Arbeitswelt. Also, sexuelle Belästigung, das zieht sich einfach durch mein Leben. Egal, was ich mache. Und ich hatte die wo die wir geschrieben haben. Ich hatte wirklich... Ja, viel, viel. Ich habe mir immer gesagt, wenn ich etwas hatte, ist es einfach ganz viel Dreck fressen. Und ich bin durch, egal was es war. Ich bin immer durch. Ich habe nie den Kopf eingezogen und ich habe nie gesagt, ich gehe einen Schritt zurück wegen dem. Es ist mir wirklich immer noch egal, was man mir sagt, wie man mit mir umgeht. Weil es ist mein Charakter und wenn ich etwas möchte machen und wenn ich irgendwo möchte, dann spielt mir keine Rolle, was im Weg ist. Aber ja, es ist echt keine schöne Szene, als Frau dort drin zu sein. Also man ist immer komplett ausgesetzt allem. Es ist ein bisschen besser geworden jetzt durch natürlich die Jugend, die sensibilisiert ist, aber es ist immer noch nicht ein schöner Ort. Ich glaube, wir haben mir sehr fest, einfach ganz fest eine dicke Haut müssen suchen tun. Weil ich weiss, dass Vorurteile sind da, Leute, die dich kritisieren, sind da. Und weil ich mir selber treu bleiben will, weiss ich, dass ich ganz viel ignorieren muss. Aber ich schaffe es nicht immer. Es ist ein Wahnsinnsprozess. Und auch wenn ich außen immer voll meine Rüstung habe, das heisst nicht, dass es mir nicht weh tut. Das heisst nicht, dass ich am Abend nicht darüber denke und dass ich mir wirklich die gleichen Vorwürfe mache. Ich bin noch jeden Tag aufgestanden und habe weitergemacht. Das ist Nina. Wir kennen uns seit dem Kindergarten. Und wir sind hier im Südenberg zusammen in der Schule.
Mittlerweile ist sie hier Lehrerin. Weiß nicht, warum, aber ja. Als Kind ist es natürlich immer sehr schwierig. Und gleich haben wir, also die Kollegin, ihre andere gute Kollegin und ich, wir haben schon ab und zu gemerkt, da ist noch etwas ganz tief verwurzelt. Oder sie hat ein Rucksäckchen, das sie mitbringt, ein Background in diesem Sinn. Und das haben wir schon auch gespürt. Aber sie hat natürlich immer sehr ihre Emotionen können kontrollieren und hat das nicht irgendwie veröffentlicht oder gezeigt, ja, gross. Sie war sehr in sich innen, ja. Und hat mit sich ausgemacht. Ja, also mir hat es sehr traurig gemacht und sehr nachdenklich und es ist mir wirklich mega, mega nach. Und ich habe gar nicht gewusst, kann ich mit irgendjemandem oder ja, wie soll ich damit umgehen? Es ist wirklich schon sehr ein grosser Rucksack und einem wird wie bewusst, wie fest Glück das man eigentlich selber hat, wenn man dann hört, wie es eben unter Umständen in anderen Familien aussehen kann. Mhm. Es braucht Generationen, so meiner Meinung nach. Es ist immer noch ein bisschen, ja, es ist immer noch ein bisschen verankert, aber vielleicht nicht mehr so stark wie zu unserer Zeit. Also ich glaube schon, da geht recht viel eben so Chancengleichheit, die man anschaut, an unserer Ausbildung, an der Pädagogischen Hochschule Bern, wo man dem entgegen wirken will. Es ist immer noch nicht ganz weg, meiner Meinung nach, aber ich hoffe oder ich habe das Gefühl, es kommt schon gut. Ja, ich habe das immer gespürt, dass man als Sekunda immer ein bisschen von aussen ist. Also, ich spüre das heute noch. Ich sehe ein bisschen anders aus. Ich töne zwar gleich, also am Telefon ist okay, bis es dann um meinen Namen geht. Aber immer, wenn ich in einen Raum komme, weiss ich, ich muss mich schon mal ein bisschen beweisen, für dass man mich überhaupt ernst nimmt. Und das habe ich wie das Gefühl, fällt bei den Schweizer Alpen ein bisschen weg. Aber ich finde es auch mega schön, weil ich dann gemerkt habe, weil ich immer den extra Schritt muss gehen und immer ein bisschen mehr kämpfe als alle anderen, bin ich automatisch stärker und besser geworden. Ich habe das ganz am Anfang gespürt, als ich halt Deutsch gelernt habe, also mit 5. Zum Glück fällt einem das recht leicht, wenn man so jung ist und eine neue Sprache lernt. Aber ich habe das schon dann gespürt und ich bin jemand, der ich probiere immer alles irgendwie perfekt zu machen oder auch so gut wie möglich zu machen. Darum habe ich ganz lange einfach nicht geredet. Ich habe einfach nichts gesagt. Und ich habe zwar alles verstanden und ich weiß in meinem Kopf ja alles mitbekommen, was passiert. Aber Leute rund um mich hatten dann wie ein bisschen Zweifel, ob ich normal bin, ob ich so eine Lehre als Schwäche habe. Und haben mich dann zum Kinderpsychologen geschickt und geschaut, ob irgendetwas falsch läuft bei mir. Ich habe das Gefühl, dass nicht reden und das nicht kommunizieren hat viel zu tun mit der Angst. Weil ich vielleicht nicht gewusst, was passiert. Also mir wurde nur gesagt, du kommst in ein neues Land mit einem neuen Vater. Und dann eigentlich nicht mehr viel mehr. Und ich glaube, ich hatte einfach immer ein bisschen Angst. Ich musste die Angst dann irgendwann ablegen, weil ich begriffen habe, dass ich nicht nachher komme, wenn ich so durchs Leben gehe. Weil jetzt in meinem Fall ist niemand hinten dran gestanden und hat gesagt, du machst es gut, probier doch das, ich bin für dich da. Und ich habe einfach gemerkt, so, wenn du irgendetwas willst, Nari, wenn du irgendwo herkommen willst, wenn du ein schönes Leben willst, wenn du auslesen willst, was du machen kannst, dann musst du jetzt ändern. Und das habe ich schon auch früh begriffen und habe mich dann selber ein bisschen pushen. Und ich habe ganz viel umgekehrt, ich habe ganz viele Fehler gemacht, aber ich habe immer meine eigenen Konsequenzen getragen und ich bin immer gewachsen. Ich muss das Menü updaten online. Weil wir es vergessen gestern. Ich war gestern nicht da, sondern dann. Hey, es ist sehr, sehr interessant. Also, ich habe meine Mami und meine Köchinnen sind ja nicht ausgebildete Köche. Und sie machen alles sehr traditionell. So Dämpfen im Körbchen und das ist alles komische Sachen. Und dann
steht einfach 8'000 Franken Kombistimmer nebendran. Und ich denke, aber so, ja, wollt ihr nicht duschen? Dann extra gekauft. Und ich sage, ja, wir wissen nicht wie. Es kommt besser im Körbli. Dann denke ich, aber so, ja. Nein, das war etwas, das ich schon lange daran arbeite, auch mit ihnen zusammen, dass wir eben die Technik und alles, was ich gelernt habe und alles, was ich in der Küche gelernt habe, auch hier einsetzen können. Also Haltbarkeit verlängern, gäbiger Ablauf, das ist alles, was ich schon implementiere und immer noch dran bin. Und ich finde es wahnsinnig interessant, weil Kochen ist Kochen grundsätzlich. Man kann es adaptieren, wie man jetzt das macht. Und aber es ist ein Kampf. Es ist ein Kampf mit allen, vor allem mit meiner Mami. Ich mache es einfach effizienter. Und schlussendlich sind wir ein wirtschaftliches Unternehmen. Und ich muss schauen, dass halt meine Mami nicht um 5 Uhr morgens aufstehen und Currypasta machen muss, sondern um 9 Uhr anfangen. Weil ja, irgendjemand zahlt es. Genau. Ich glaube, eines der befreiendsten Sachen, die ich erleben durfte, war meine Berufswahl mit 16. Wo mir meine Lehrer eine Liste hergelegt und gesagt, schau, das ist ja alles Berufe, was möchtest du werden? Und ich dachte, crazy, ich darf auslesen, was ich darf werden. Und ja, das war, glaube ich, das Schönste. Und das ist eine Freiheit, die ich wahnsinnig schätze in der Schweiz. Ich darf das sein, was ich möchte, und ich darf mich dort arbeiten und dort lehren und dort kämpfen und bekomme eine Chance. Es war mega schön, mal so frei zu sein. Mal auch einfach auszuprobieren. Was kann ich, was möchte ich. Und niemand, der dir sagt, du bist nicht gut genug. Das und das kommst du eh nicht her. Also die Frage stelle ich mir oft, wie das wäre, wenn ich nicht alles das hätte durchmachen müssen. Und ich denke, es wäre so ein kleines normales Leben, und das wollte ich auch immer. Also, ich möchte eigentlich ganz normal sein und ich möchte nicht auffallen und ich möchte nicht anders aussehen und ich möchte nichts anderes mitbringen als das, was eigentlich alle anderen haben. Aber ich habe das Gefühl, dass ich so viel mehr habe, als wenn ich normal wäre. Dass das jetzt für mich okay ist, aber ich würde es schon mal ausprobieren, wenn ich könnte. Ich bin 33, das heisst, als ich in der Schule war, bin ich die Einzige, die so aussah. Mein Bruder war der Einzige, der Mischling war. Und mir sind schon immer aufgefallen. Meine Mami hat sich immer mega Mühe gegeben, dass wir normal sind, also so normal gekleidet und so Schweizerdeutsch reden mit allen. aber es war für mich klar, dass ich immer ein bisschen anders bin. Und ich weiß nicht, ob es ein bisschen passiv war, der Rassismus, den ich auch gespürt habe. Ich habe das Gefühl, wir haben schon einen grossen Schritt gemacht. Ich merke das bei meiner Schwester, die ist ja wirklich 13 Jahre jünger und typisch hat Gen Z. Und sie hat viel weniger Barrieren. Sie hat viel weniger Barrieren, als ich schon hatte in diesem Alter und auch in ihrem Job. Und vielleicht liegt es auch daran, dass sie Mischling ist, aber ich habe das Gefühl, dass die Welt etwas sensibler geworden ist in diesem Thema und wie man auf Leute zugeht. Wir laufen jetzt zum neuen Standard von meinem neuen Restaurant. Ich wünsche mir selber, dass ich noch etwas mehr das machen kann, was ich gerne mache. Also im Moment, oder das, was die Vergangenheit ein bisschen zeigt, ist sehr fest, dass ich auf meine Familie aufpassen kann, dass meine Mami einen Job hat und das alles ein bisschen zusammenhalten. Und für meine Zukunft weiss ich, dass es noch mehr fokussiert ist. Und das heisst, mein eigenen Weg gehen, wo niemand von außen Platz hat. Also das heisst, alles, was ich machen möchte, machen. Nur ich. Und alles, was ich machen kann, machen. Und das war jetzt manchmal nicht so, weil sehr oft war ja das Restaurant. Und das ist mit der Mama zusammen. Aber ich glaube, ich habe schon so durch meine Ausbildung und durch meine Weiterbildung einfach mehr Skills. Und ich will die auch mal brauchen. Das ist wirklich ein Riesenvorbild für uns alle. Und ich sage es auch immer meinen Schülern auch, wenn wir ihren Werdegang erklären und sagen, es ist nichts verloren. Wenn es mir irgendwo den Übertritt machen müssen, es kommt immer darauf an, was du daraus machst. Und, ja.
Und eben, sie ist für mich immer ein Paradebeispiel. Es fühlt sich sehr speziell an. Ich habe das Gefühl, es ist vielleicht manchmal ein bisschen unberechnet. Also ich möchte nicht, dass es so ist für andere, wie es war für mich. Darum probiere ich auch nicht mega stolz zu sein oder etwas. Es ist einfach mein Weg. Aber es gibt ganz viele und ich glaube, das ist das Wichtigste, was ich immer sage. Ja, sag deinen Schülern, es ist ihr Weg. Sie müssen nicht mehr nachmachen. Und auch, ich bin nicht das beste Beispiel, ich bin einer von denen gegangen. Und darum, es ist so schön, dass ich höre, dass es wirklich auch Einfluss hat, wenn ich meine Geschichte erzähle. Mein Traum ist unabhängig zu sein. Mein Traum ist, niemandem etwas zu schulden. Mein Traum ist, dass mich niemand von vornherein schon irgendwie einstufen, zurückstufen muss. Und dass ich einfach allein gelassen werde. Und so ein bisschen mein Zeug darf machen, das mich glücklich ist, was für andere ganz komisch mal erscheint. Aber einfach mein kleines Gärtchen pflegen für mich, ganz allein.